Weiterhin sitzt bei mir Rainer Brüderle von der FDP, hat gerade ganz aufmerksam gelauscht. Und als wir so uns an die Götter des Griechentums erinnert haben, fiel mir ein, es gibt ja auch noch den Gott des Weines. Und da fiel mir ein, Mensch, bei diesem ganzen Stapel von Büchern, den Sie mitgebracht haben, ist überhaupt kein einziger Weinführer dabei. Dabei waren Sie doch mal zuständig für Landwirtschaft und Weinbau in Rheinland-Pfalz. Ich war auch der einzige Weinbauminister in Europa. Es gibt ja außer Rheinland-Pfalz keinen. Aber das habe ich inzwischen so im Blut drin, da brauche ich kein Buch mehr. Ach so. Und es ist auch wichtiger, dass sie mit der Zunge es schmecken. Das ist optisch erleben. Bücher können Informationen geben, aber beim Weintrinken gibt es eigentlich nur ein Kriterium, was wichtig ist. Er muss ihn schmecken.